Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Gute Nachrichten aus dem Thüringer Landtag. Die Sondersitzung des Landtages hat gerade geendet. Und die gute Nachricht lautet, wir können in Thüringen endlich wieder durchatmen. Vor allen Dingen an Schulen ist das Maskentragen ab dem 2. April keine Pflicht mehr. Auch sämtliche anderen Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen werden in Thüringen ab dem 2. April gefallen sein. Die Ramelow-Regierung hat keine Mehrheit mehr hier im Hohen Haus. In diesem wichtigen Politikfeld ist es an der Zeit, jetzt endlich die Neuwahlen in Thüringen anzugehen. Beste Grüße aus dem Thüringer Landtag, ihr Björn Höcke.